What? Ich sehe mich nicht. Drehst du um, dann sehe ich dich, weißt du? Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal was ganz Einfaches. Ich nehme Perlrot, dieses von Amsterdam, macht aber nur einen Schuss Rot rein und ich verpuste es ein bisschen, lasse es dann noch laufen und dann war es das eigentlich schon, aber ich finde, es kommt genial, super Effekte raus und lasst euch überraschen, schaut es euch an und dann bis gleich. Ich habe hier Perlrot, also das ist dieses von Amsterdam, so ein leichter Schimmereffekt. Und was mir beim letzten Bild aufgefallen ist, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, da ist mir etwas Rot reingetropft. Das möchte ich jetzt auch nochmal einen Schuss reingeben, weil das richtig cool kam, fand ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel. Mal kräftig rühren. Habe die Farben auch etwas dünner gemacht, also so, dass es eigentlich kaum noch ein Häufchen gibt, wenn ich es runterlaufen lasse, weil ich da etwas verpusten möchte. Darum etwas dünner. Dann habe ich noch, also Zinnoberrot habt ihr ja schon gesehen, schwarz und Gold, also dieses Light Gold auch von Amsterdam. So, ich fand halt, es gab einen coolen Effekt, das Bild, ich kann es euch ja mal kurz nochmal zeigen, das war dieses mit dem Pendel und hier fand ich, gab es einen coolen Effekt einfach, darum probiere ich das nochmal aus, weil nur mal weiß, ist auch langweilig. Und der Rahmen ist 30 auf 60 cm. Dass ihr das auch wisst. Jetzt schauen wir mal, vielleicht fast ein bisschen zu viel Rot drin. Aber gut. Ich mache jetzt einfach nur mal hier Farbe. Vielleicht gerade an die Kanten, damit es dann noch besser runterläuft. Ich hoffe, dass die Farbe dünn genug ist. Das war es nämlich schon. Lass es schon etwas mal laufen. So. Ah, was ich noch reinmachen möchte von meinem. Wo habe ich es denn? Hier. Silikon 100, aber nur einen Tropfen. Und das werde ich in schwarz machen. Komm, ich mache zwei Tropfen, sicher ist sicher. So. Rühre das auch nur leicht um. Hier nämlich gar nicht viel Farbe. So, wieder mal ein Ticken Rot drauf. So, jetzt schauen wir mal. Thank you.
So. Jetzt ziehen wir das Ganze nämlich auseinander. Ja, da läuft es etwas schwieriger. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen. Wenn wir schauen, dass es, ich sage jetzt einfach mal rot-weiß, auch über die Kanten läuft. Nicht so schlimm. Aber seht ihr, die Kanten ist immer ein bisschen schwierig. Aber das schafft man schon. So. Zeig mal, dass ich die Ecke bei mir hinten zubekomme. Ihr seht es ein bisschen noch. Ja, das Problem ist, jetzt zieht sich schon so arg auseinander. Schaue ich mal, dass ich hier noch ein bisschen Farbe herbekomme, dass es hier besser läuft. Wenn man es etwas schmiert, dann läuft es meistens auch besser. Ich kenne das ja mit dem Schmieren, dann läuft es besser. So. Ja, ich soll erst darüber wieder. Ja, ich möchte diese blumenartige Form hier nicht verlieren. Sonst ist das doof. Aber jetzt seht ihr hier, ich habe diesen Nachteil, ich kann mir nichts mehr anrühren, weil ich da dieses Rot reingemacht habe und dadurch ich den Farbton nicht mehr so hinbekomme oder hinbekommen würde, wie es jetzt ist. Darum schmiere ich jetzt trotzdem nochmal Farbe einfach von unten, vom Boden. Drauf, damit es besser läuft. Also ehrlich gesagt sind mir dann die Kanten relativ egal. Langsam, weil das Bild ist mir wichtig und nicht, ob es super über die Kanten gelaufen ist. Aber jetzt schauen wir mal.
erst noch mal ein Stück zurück. Okay, den Rest fülle ich ab. So. Also würde ich das eigentlich schon lassen? Ist cool, oder? Und die Kanten kann ich dann doch mit Farbe etwas nachtupfen. Da wo es fehlt. Da ist ja nur eine Farbe. Ich weiß jetzt nicht, wie es drüben aussieht, auf der anderen Seite. Ja, natürlich auch nicht so toll. Aber wisst ihr was, wenn wir es etwas verschmieren, haben wir auf jeden Fall diesen Farbton. Das würde ich jetzt so machen. Das ist mir lieber, wie wenn ich das Bild kaputt mache. Nimm natürlich immer etwas Farbe noch mit von unten. So. Pass auf, ich drehe es mal kurz um. Ich bin wirklich mal gespannt, wie dieses Pearl-Rot rauskommt mit diesem Rotstich, also mit diesem zusätzlichen Zinnoberrot, ein Tropfen rein. Okay. So, Punkt ist der, ich habe jetzt ein Tropfen bzw. zwei Tropfen Silikon rein, möchte jetzt aber gar nicht mehr so viel Zellen haben. Ihr seht vielleicht hier, hat sich eine einzelne Zelle gebildet, weil wenn ich jetzt zu viel drüber puste mit dem Brenner, dann platzen mir vielleicht zu viele Zellen wieder auf. Ich schaue jetzt einfach mal, wo ich ein paar Luftbläschen habe. Die mache ich weg. Das war es nämlich dann auch schon, weil ihr seht ja auch dieses Silikon, seht ihr das, was ich meine, und das will ich eigentlich vermeiden, dass zu viele Zellen kommen, aber dient natürlich auch ein bisschen noch als Fließverbesserer. Okay, und genau dieser Punkt gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht so. Ich würde vielleicht das nächste Mal komplett ohne Silikon machen, weil das mir zu weiß ist schon wieder. Oh, zitter, zitter. Machen wir da einfach nur einen roten Punkt rein. Dann sieht das gar nicht mehr so schlimm aus. Cool, okay. Würde ich jetzt mal sagen. Das war's. Dann nehme ich schon ein recht schnelles Bild. Ich habe da, wo ist mein Brenner? Da außen vielleicht noch ein paar Bläschen, wo ich nachgegossen habe. Nein, aber das lasse ich so. Und das lasse ich auch so stehen und so trocknen. Da haben wir noch einen Punkt drin, da gefällt mir nicht so. Was auch immer das ist. Okay. Also wie gesagt, Rand ist mir jetzt gerade relativ. Cool. Ich würde sagen, das war's von mir. Jetzt kommen wir hier nach dieser Zelle, ähnlich wie diese Rose, sage ich jetzt einfach mal, wie auch immer. Dann lassen wir das mal so. Und kann natürlich sein, dass so wie hier jetzt auch noch ein paar Zellen kommen.
aber ich möchte halt keine solche extremen Zellen haben. Und das nächste Mal denke ich mal, probieren wir es einmal ohne Silikon. Schreibt mir, ob es euch gefallen hat. Können wir das noch ein bisschen weiter testen? Also ehrlich gesagt, ich habe es auch auf YouTube gesehen. Ist jetzt nicht meine Idee, gebe ich offen zu, aber ich finde das cool. Aber jeder hat ja dann seinen Stil oder wie er es macht. Und ihr wisst selber von, ob es jetzt in Australien ist, die ganz andere Medien haben wie mir. Dieses Fluthorn oder sonst was. Cool, egal. Ich zeige es euch jetzt noch an. Dann bis gleich. So, Freunde. Mal von daheim. Seht ihr die Gesamtübersicht? Und das ist richtig cool geworden hier, finde ich. Und hier seht ihr auch, jetzt kommt das 100er Silikon. So sieht man es vielleicht besser. Das natürlich dann große Zellen gibt. Eigentlich ohne, dass ich erhitzt habe. Und das Coole ist einfach, dass ja da wenig kommen. Schauen wir mal, dass nicht so viel noch aufplatzen. Da ist noch eine Zelle. Ja, es gibt einen super coolen Effekt hier. Da geht es dann auch noch hoch und raus zum Rand. Und da ist diese Zelle. Seht ihr, da bildet sich schon wieder eine andere Zelle nebendran. Aber das ist, denke ich mal, okay. Und dann verläuft es hier natürlich schon etwas darunter, was aber auch nicht so schlecht ist, finde ich. Aber gerade durch das Pusten, was man hier dann für Effekte rausbekommt, also gerade hier, genial. Hier wird es dann schon wieder etwas durchsichtiger zum Rand. Ihr seht hier der Rand. Das ist auch cool. Okay, also es wird natürlich noch ein bisschen nacharbeiten. Ihr seht, es wächst schon. Ich hoffe nicht zu arg. Sonst, wenn ihr das selber nachmachen möchtet, ihr müsst ja die Farben, wie gesagt, etwas dünner anrühren, aber bleibt dann einfach mehr in der Mitte. Nicht so arg weit rauslaufen lassen, weil wie gesagt, es verteilt sich dann noch. Oder weniger Farbe nehmen. Je mehr ihr es laufen lasst, umso weniger läuft danach dann noch. Ihr wisst es ja. Okay, cool. Meinen ersten Versuch. Genial. Also gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Macht was draus. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.